Hallo zusammen. Ich. Fahr halt. Ich hab grad Scheiße gebaut. Ich hab die Aufnahme gestartet und. Ja. Die falsche Szene. Ausgewählt. Und hab das jetzt hier am Tunnel erst gemerkt. Aber ihr habt nichts verpasst. Das waren 2 Kilometer Autofahrt mehr nicht. Wir fahren jetzt. Oh mein Gott. Eine Oma mit Hut. Fahr weiter, Mann. Wir fahren zu Salaris Lagerhalle. Was ist denn hier? Ein Unfall? Ja, cool. Schön, wie die das inszenieren. Fällt mir. So. Über die Brücke. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass das Auto mich, naja, ist egal, erinnert mich an eine ganz alte Gurke. ist ja nicht abwegig, wenn man den so anschaut. Der ist schon ein paar Jahre älter. So. Lagerhaus. Ich weiß nicht, das letzte Kapitel hieß Ausflug aufs Land, glaube ich. Und das Lagerhaus scheint. Oh, Geschwindigkeitsbegrenzer. Wie kann man den einschalten? Ah, krass, da kannst du gar nicht schneller fahren. Das ist nice. Mit, am Controller mit der Back-Taste bei der PlayStation wird wohl das Touchpad sein. Kannst du den Geschwindigkeitsbegrenzer reinkloppen. Ja. Sehr praktisch. Aber das gab es, glaube ich, schon bei Mafia 3 und 2. Bei der 2 gab es das, glaube ich. Was heißt, gab's schon? Gab's dann wieder? Ich weiß gar nicht mehr, ob es das im original ersten Teil so gab. Müsste man recherchieren. Aber da kannst du wenigstens nicht wegen zu schnellen Fahrens drankommen. Oh, da sind wir schon. Doch nichts mit raus aufs Land. Los, Tom! Hey, hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Mit Schuhscheiße und Selbstgebrannten. Wird eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später. Nachtschicht mit Luigis kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann,
solltest sie heiraten. Also doch raus aufs Land. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Nur falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Ich glaube, das ist ein Hinterhalt, dass die Leute von Morello schon hier waren. Oder noch sind. Ja, und zu guter Letzt sind wir doch raus aufs Land gefahren. Ich wurde gerade geblitzt beim Rennen. Jemand hat heute hier gewartet. Notiz lesen. Regierungsbericht deutet auf andauernde Wirtschaftsflaute hin. Die bisherigen Maßnahmen konnten den wirtschaftlichen Absturz nicht bremsen. Die Arbeitslosigkeit liegte bei 25%. Zwangsvollstreckungen von Farmen liegen auf einem zweijährigen Höchststand. Während Kleinbauern gegen die finanziellen Härten und die Staubstürme in den High Plains kämpfen. Der Präsident schlägt als Reaktion neue Gesetze vor, um das Bankensystem zu stabilisieren. Irgendwas ist hier im Busch. Die haben sicher Sam gefangen genommen oder irgend sowas. Hier stimmt was nicht. Allerdings. Die Axt in den Pfosten gejagt. Vermisster Farmer tot aufgefunden. Lost Heaven IL. Was heißt denn IL? 17. Juni. Harry Smith, der 2 Monate lang als vermisst galt, wurde heute vom Leichenbeschauer von Lost Heaven offiziell für tot erklärt. Die erfolglose Suche des Farmers gemeinsam mit Nachbarn war vor einigen Wochen eingestellt worden. Die grausame Entdeckung des Toten machten Kinder im Wald in der Nähe der Cops Farm, als sie dort nach Pilzen und Beeren suchten. Die Todesursache gilt als geklärt, da Mr. Smith sich offenkundig erhängt hat. Er hinterlässt seinen betagten Vater. Trotzdem wird es hier gleich abgehen wie die Sau. Oh, der Hund ist tot. Wer erschießt denn einen Hund? Gehen wir mal darüber. Dahin. Verwahrlost hier. Da steht ein Auto. Das war für meine Sammelleidenschaft. Schaue ich jetzt nicht nach. Sieht eh kein Schwein durch. So, wer ist denn in dem Auto da? Hier ist nichts. Wo zur Hölle versteckst du dich? Achso, das ist unser LKW. Da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. In der Scheune brennt Licht. Aber ich glaube... Himmel, Sam! Ich glaube, wir sollten noch nicht hier sein.
Wir gehen mal zum LKW. Ist das unser LKW? Weil da steht, untersuche den Laster. Komisch. Sehr, sehr komisch. Hey, Kumpel! Oh, oh. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Hattest du noch nicht? Festgenagelt. Dir werde ich helfen. Boah, jetzt hat's aber gezwiebelt im Gesicht hier. Ja genau, lad nach. Können wir mal die auf die Pistole wechseln? Wie ging denn das? So. So. Da haben wir es mal Ruhe vor dem. Untersuche die Leichen. Ich bin's, Tom. Pauli, warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Oh Gott. Oh fuck, ein Kopf. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Ich stehe auf Morellos Gehaltsliste. Der Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Border Patrol, das ist doch Grenztruppe, oder? Grenzpolizei. So, okay. Finde Sam. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind die vom Lost Heaven PD Pazifisten. Folge Pauli steht da. Und wo ist er denn? Kilometer hinter mir. Aber das Spiel ist mittlerweile sehr spannend. Sam? Sam! Okay. Wo zur Hölle bist du? Tommy, das musst du dir ansehen. Gott. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Arme Kerle. Oh, das ist immer gut. Können wir immer gut gebrauchen. Was steht auf der Kiste? Swift Cola. Das ist sicher Cola, ja. Ausweis, oder? Kanadischer Reisepass. Personenbeschreibung. Name Joseph Tremblay. Flaschenabfüller. Winnipeg, Kanada. Sonst noch was? Nein. Hoffentlich ist Sam nicht tot. Prüft alle Gebäude.
Oho. Hier drüben! Sind das auch Cops? Ja, da gibt's keine Hinweise. Da ist was. George, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Salerys Whisky-Übergabe heute Nacht stattfindet. Unser gemeinsamer Freund will, dass kein kanadischer Fusel mehr in die Stadt gelangt. Sei mit deinen Männern um 21 Uhr bei der Farm, über die wir geredet haben. Warte die Nacht hindurch und sag den Jungs, sie können die Samthandschuhe ausziehen. Sie können als Dank für die Reise nach Süden etwas Fusel heimbringen. Gute Jagd. Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Nee, ich will die Maschinenpistole nicht. Die ist nicht brachial genug. Okay, das war die Tür. Auch offen. Haben wir irgendwas übersehen hier? Kann man da hoch? Wie konnte der klettern? Achso. Hoppala. Oh mein Gott. Komm, ganz langsam. Nee, der will da nicht hoch. Der will da nicht hoch. Oh, da ist noch jemand. Gehen wir mal schauen. Ich will nicht. Bitte. Nicht. Verkaufsplakat, öffentliche Versteigerung. Nach der Pfändung der Copes Farm und der Zwangsvollstreckung des Geschäfts J. Smith & Son durch die Grand Imperial Bank Lost Heaven werden am Dienstag, dem 1. August 1932 Vermögensgegenstände bei einer öffentlichen Auktion verkauft. Ob das wichtig ist. Draußen geht es gerade richtig zur Sache. Schauen wir uns das mal an. Das ist etwas nicht. Oh. Tom! Sam hat's erwischt! Kommt schon, Leute! Weiter! Danke fürs Einheizen, du Faller. Was hinter mir? Ach, ich brenne, ich brenne. Gott sei Dank, wir müssen zu ihm. Das war genau der letzte Schuss. Krass, danke. Das nenne ich eiskalte Berechnung. Gleich mal ein bisschen Muni einsammeln hier, wenn es geht.
So, dann nehmen wir, zum Reingehen nehmen wir die Grubekelle. Tom, komm! Ihr bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein. Nein, ich denke nicht. Okay, 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 okay. Halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey. Du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Das auch noch. Habe ich ihn jetzt! Halt sie noch etwas länger auf! Ich sitze hier fest! Oh Gott, das wird jetzt... Das ist natürlich scheiße, dass wir gerade die ganzen Cops umlegen müssen. Oh Gott! Tony und Donnie auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Wie geht's Sam? Naja, halbwegs stabil. Ich hol ihn. Bleib Wasser. Ich brauch den Arzt, Polly! Halt durch! Okay. Okay, okay. Wir finden dich wieder zusammen. Okay. Ach du Kacke! Polly! Noch mehr Gesellschaft! Okay. Rein da!
Ich bin hier, Sam. Munition und Thompson sind da hinten irgendwo. Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung. Lass sie bloß nicht an uns vorbei.